Mein Name ist Susanne Schubert. Ich arbeite seit 15 Jahren für die Braunschweigische Stiftung und wir versuchen mit unseren Projekten die braunschweigische Identität zu fördern. Identität ist ganz facettenreich und für jeden Einzelnen sehr individuell und hat aber doch auch viele Gemeinsamkeiten, die wir versuchen in den Projekten halt eben abzubilden. Ich finde, typisch braunschweigisch bedeutet, dass am Ende des Tages zwei Welten aufeinandertreffen. Auf der einen Seite haben wir dieses sehr traditionsbehaftete und auf der anderen Seite auch eine Stadt im Wandel. Mein Name ist Falk Martin Röscher, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Braunschweig. In meinem eigentlichen Leben habe ich eine Kommunikationsagentur und in meinem Leben nach der Arbeit bin ich Vorsitzender vom Kultviertelverein. Das ist ein Stadtteilverein von Braunschweigs Kiez. Da machen wir eben Quartiersarbeit und da lege ich einen großen Teil meines Ehrenamts drauf. Wenn etwas auch emotional braunschweigisch ist, dann wahrscheinlich der Begriff Löwe. Ja, Gerd Biegel, ich bin Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig. Was ich ganz häufig sage, ist, dass Braunschweig eine Stadt auf den zweiten Blick ist. Was ist braunschweigisch? Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Spargel, die wunderbare mittelalterliche Innenstadt, das kulturelle Angebot, was wir hier haben und die sehr gute Infrastruktur hier in der Stadt, die man für sich selber sehr gut nutzen kann. Das ist für die Braunschweiger ganz wichtig. Sie lieben die Welt und man kehrt aber auch gerne wieder zurück.